alleine. Heute ist eine Folge mal mit mir ganz, ganz alleine. Boah, ist das echt gruselig immer. Benny ist nicht da, Stone ist nicht da, Grave ist nicht da und ich bin alleine. Und ich werde jetzt mal gucken, ob ich die Krähe irgendwie besichtigen kann, gucken kann, wie sie aussieht, was sie tut, was sie macht und was sie droppt. Wie komme ich zu dir hin, Vögelchen? Vielleicht muss ich einfach warten. Vielleicht, wenn sie losfliegt, lässt sie was fallen, weil weit ist das ja nicht davon entfernt von mir. Aber schärfer wird sie bei mir auch nicht. Ne? Wie der Benny ja in der letzten Folge gesagt hat, dass die Krähe ziemlich scharf wird, wenn man drauf guckt. Eine scharfe Krähe. Jetzt fliegt die los und ach, und zack ist der Dex im Krähenmagen. Ach cool. Soll ich mal drauf schießen? Was haltet ihr davon? Nee, ich glaube, man trifft ihn nicht. Das ist einfach nur ein animiertes Tier oder so. Weil jetzt hätte ich eigentlich getroffen. Ich warte noch, dass irgendwas passiert. Was nun? Was haben wir vor? Ja, mach dich mal sauber. Das finde ich cool, wenn ihr sich so sauber macht. Die Animationen sehen richtig cool aus. Die Frage ist ja, bewegt die sich noch weiter? Ja, ne? Es geht noch weiter im Spiel. So, mal gucken. Kann ich irgendwie das Motion Blur und alles ausstellen? Auf 0? Mist! Jetzt habe ich es echt verpasst, dass sie wegfliegt. Scheiße. Na egal. Mal gucken. Gucken, ob das extrem geworden ist auf 100%. Mal gucken. Ich glaube, das Spiel ist abgestürzt. So, was hat sich jetzt geändert? Okay, wir trinken kurz was. I'm not picky. Ist das sicher? So. So, jetzt aber ab schnell zu der... Stelle, wo die Krähe gewesen ist. Vielleicht hat die ja was fallen lassen. Mist, ich hätte gerne gesehen, wie die abfliegt. Ne, weil die, wenn die abfliegt, dann sieht man ja, wenn irgendeine Feder runterfällt. So, die war hier gewesen. Und da ist auch ziemlich anderes Zeugs. Okay, ich spiele es hier. Spiders were bad enough when they were the size of my pinky toe. Okay, sie geht wieder weg. Oh nein! Oh Gott, ich bin abgerutscht. Ja, ganz ehrlich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab mich dran gewöhnt, in dieser Perspektive zu spielen. Aber er hat nichts fallen lassen, ne? Schade. Vielleicht muss man darauf einfach hoffen, dass das passiert. Wow, bin echt weit oben. Oh! Ah, oh, ich wollte gerade sagen, ist eine Feder gewesen. Habe ich eine? Ne, habe ich nicht dabei. Hm. Ja, Spinne. Macht so eklige Geräusche. Ne, keine Feder da. Keine Feder da. Okay, dann eben nicht. Schade.
Oh, oh, das war zu tief. Ei, Junge. So, wir lassen Spinne Spinne machen. Ich habe so ein kleines Bauprojekt vor. So, pass auf. Kann ich hier vielleicht vorbei? Wow. Ihr wisst ja, manchmal haben wir hier sehr ziemlich viel Spinnen immer. Hier ist alles ganz ruhig. Okay. So, wir machen erstmal, dass das Schöne ist ja, man kann ja dieses Grundgerüst bauen. Spiderfang. Was muss man eigentlich überhaupt machen bei dem Spiderfang? Muss ich da irgendwas abarbeiten oder sowas? Ich kann das ja mal ganz kurz testen, bevor ich das Bauprojekt mache. Ah, Spider kommt auch noch rausgekratzelt. Oh ja, Spider, Mist hier. Ah, nee, auf Spider habe ich jetzt echt keinen Bock drauf. Wir gehen gerade die Quests, können wir das ausblenden? Quests auf dem Sack hier. Na du? I'm so sorry, ich finde die eigentlich voll lieb und eigentlich voll süß, aber was sein muss, das muss sein. Überleg gerade mal was. Hier hätte ich echt gerne eine Tür gehabt. Kann man das noch vielleicht ändern? So, pass auf. Base. Na, so hier diese Scheißdinger, ne? Ist das eine Tür? Nee, das ist auch irgendwie irgendwas. Okay, cool. Man kann hier süffeln. Und eine fliegende Fackel. It's no women crime, but it's better than that. Sag mal, was bist denn du für ein Junge? Is no women crime, ja. Was ist denn das für ein bescheuerter Satz? Okay. Es gibt ja eigentlich hier noch das und das hier. Also, okay, das habe ich ja schon gebaut, aber hier das. Clay Foundation. Da ich aber keine Schaufel habe, baue ich jetzt erstmal das hier. Was machst denn du für einen Scheiß? Genau. Frage ich mich auch eigentlich immer, was ich für einen Scheiß mache. Das Gute ist an dem Scheiß, man macht es einfach. Na, na, na. So. Könnte was länger dauern, das ganze Projekt hier, aber naja, machen wir einfach. Wir machen einfach mal. Ja, machen einfach mal. So. Wir haben ja unsere Axt. Da hinten ist sogar was von dem. Wie heißt das Zeug hier nochmal? Seed. Weed. Weed, Seed, Seed, Weed. Husky Weed. Hieß das letztes Mal auch Husky? Baum, Husky Weed Feld. Noch einer? Nö. Wow. Wow, wie viel? Hast mich echt jetzt umgehauen. So. Schmeißen wir nochmal G? Nee, das war das andere G. Oh Gott, nicht surfen. Ihr wisst schon, ne? Wir haben der letztens. Das Tor ist eigentlich hier. Warum werfe ich das ein? Ist egal. So. Wo haben wir noch eine? Da hinten. Wir müssen erstmal ein bisschen Weed fangen. Finden, sammeln. Das ist immer das, was am meisten gebraucht wird. Und was am wenigstens gefunden wird. So. Gibt es da eigentlich in dem Spiel auch so einen Kreativ-Mode? Eigentlich auch mal interessant, aber ich finde irgendwie Farmen und Sammeln von Items immer schöner. Boah, der hat richtig viel gegeben. Boah. Wow. Voll die Zahnstocher. So, supi. Boah. Das war doch eine Spinne. Ganz klar.
Ich weiß es halt nicht. Ich gehe jetzt direkt mal direkt das Zeugs anbauen. Okay. Oh, das mit dem Ausdauer ist so echt mega schrecklich, Leute. So, ist der ganze Scheiß denn hier? Einen habe ich rübergeworfen, ehrlich? Ah, Mann, dass man immer hier in seinen Körper reingucken muss, ist echt. Wie wird einem schlecht, ey? Es waren nur zwei? Niemals. Okay, dann waren es eben nur zwei. Wir wissen alle, dass es nicht zwei waren, dass es mehr waren, aber wo ist der andere hin? Das weiß man nicht mehr. Wait, 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 wait. Wow. Wenn man auf diese Teile draufläuft, dann rutscht man immer voll weg. Da habt ihr es gesehen? Wait. Kamera dreht sich. Es kann natürlich was länger dauern, jetzt hier das Ganze hin und her rennen. Aber ich versuche hier so ein bisschen größeren nochmal einen Turm zu bauen. Den will ich hier aber gerne verbinden mit. Ach, kann man, glaube ich, einfach gar nicht. Nee, so kann ich. Hätte das alles dran setzen müssen. Ja. Dann wird das dort hier einfach so ein Aussichtskampfturm. Habe ich mir schon gedacht. Das bin ich jetzt drin, ne? Kotze. Mann. Okay, dann nochmal hier. Wer hätte das gedacht? Es ist ein guter Bauplatz, aber im Endeffekt wieder kein guter Spot, wenn man hier. Man kriegt ja echt so super, super schwer Weed. Oder besser nicht schwer, aber zu wenig, finde ich. Nach meinem Geschmack ist das wirklich zu wenig. Bin aber echt beeindruckt, dass die Sachen immer überall hier liegen bleiben. Voll krass. Ich habe ja gerade eben das Harz beim, also Benny noch da gewesen ist in der letzten Folge, habe ich hier. Ah, hier ist das Teil. Habe ich hier das Harz kaputt gehauen. So, nehmen wir das noch mit, ne? Schnell. Schneller, schneller, am schnellerlesten. So, das muss noch gemacht werden. Dann habe ich das eigentlich schon geschafft. Dann brauche ich das so gesehen noch. Ich würde hier gerne so einen größeren Turm ein bisschen nach oben bauen, das wir verbinden mit einer Treppe, damit man nämlich von innen da auf die Treppe laufen kann. Wenn die Spinne dann nämlich dann, wenn man die angelockt hat, kann man die Spinne ja dann von oben dann abballern. Vielleicht können wir das ja auch nachher noch verbinden, indem wir eine Brücke rüber zu der Dose rüberziehen, dann kommen wir dort auch noch mal hin und schneller. Vor allen Dingen, das ist hier immer das. Krieg ich den noch mit? Nein. Okay, wo habe ich das nächste Weed? Brauche ich zwar jetzt, glaube ich, nicht mehr. Man weiß aber nie. Sieht voll hübsch aus, ne? Ich finde die ganzen Dächer voll. Wirklich total, also sieht auch fast romantisch aus, das Ganze. Diese Halbkurve oder Kurve oder was das ist. Ich baue hier so gemütlich immer. Und habe gar nicht den Rücken. Mit den ganzen Spinnen im Hintergrund gar nicht im.
im Visier. So, was war das? G? E? Sehr schön. Ah, ich hätte hier noch was. Eins. Ein. Eins. Ah, hier, guck mal, da ist noch ein Weed. Großes sogar. Aber jetzt brauchen wir gerade ein bisschen Grass. Die Ausdauer geht mir auch voll auf den Senkel, Leute. Oh. Dreimal gehauen. Ist der hier müde, der Kollege. Warst du voll? Ist das Krähen nochmal wieder gekommen? Sitzt sie vielleicht irgendwo? Irgendwo im Nirgendwo. Okay. Seht ihr, was ich meine? Dann kann man so eine Brücke auf die Dose bauen. Könnte ich mir vorstellen. Voll, das sieht aus wie so Pappeblatt. Kann ich die eigentlich auch irgendwann mal abbauen? Vielleicht bei der nächsten? Oh yes. Ja, gibt's aber keinen. Bläh. Ja, die sind stärker geworden. You died. Respawn. Oh. Okay. Fliegende Teile hier alles. Alles voller fliegendes Zeugs. Ey, ich bin gerade gespawnt, habe schon so viel Durst. Warum das denn? Warum? Ja, deep. Boah, ich bin echt an den Stacheln gestorben. Das heißt schon mal, dass wir echt mega, mega aufpassen müssen mit den Stacheln. Habt ihr gesehen, wie cool in der letzten Folge die ganzen Ameisen jetzt an diesem süßen Duft... Eine Duftblume, die ich da gebaut habe, wie die da alle stehen, wie die verrückt. Aber gut zu wissen. Take off. Okay. Was ich ganz cool fände. Wow. Wenn die Spinne... Boah, ich bin fast wieder tot. Wenn die Spinnen auch... wenn die Leiche dann... Wenn man tot ist, also die Leiche tot ist. Wenn man tot ist, dass die Leiche dann auch eingesponnen wird. Das fände ich voll, voll heftig. Rüstung anziehen. Shit, Rüstung kaputt. Kann ich die reparieren? Nicht jetzt. Die sehr, sehr viele Kommentare. Ich folge ja Grounded. Wie viele, viele andere Spiele ja auch. Man folgt denen einfach bei Twitter, wenn man dann sich so ein bisschen informieren möchte. Viele schreiben, sind irgendwie so ein bisschen arg gestört. Viele wollen unbedingt die Tiere zähmen. Aber das ist irgendwie genau das, was irgendwie alle wollen, ne? Wenn ihr versteht, was ich meine.
Oder wenn ihr versteht, was ich meine, einfach irgendwas zähmen, so einen kleinen Käfer, wo man drauf reiten kann, wäre doch schon richtig cool. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich will jetzt nicht unbedingt auf einen Marienkäfer reiten. Das wäre bestimmt einmal ganz cool, ey, geil, und dann voll langweilig, weil der Ding so langsam ist und nichts kann. Oder besser, es kann bestimmt sehr viel tragen hier im Spiel, aber es kann nicht schnell laufen. Ich wäre eher so für so eine Ameise. Und die dann, genau wie bei... Mann! Und dann wie bei Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Könnte ich mir das richtig vorstellen, dass man das auch mit so einer Art Nektar oder sowas an so einer Leine machen muss. Echt anstrengend, ne? Ich habe auch immer irgendwie nie Leben. Ach, zum Glück ist das ja nicht weit. Was war das? Heftig. Was auch ganz cool wäre, wenn die Spinnen mal von oben irgendwie runter oder auch hier so auf. Es war jetzt natürlich für unsere Technik, die wir jetzt so gebaut haben, nicht so schön, aber wenn die auch eine Wand hochlaufen könnten, wäre es wäre schon ganz cool. Müsste man echt anders denken. Ah, oh, guck mal, die kacken hier die ganze Zeit dieses Zeugs raus. Also, das habe ich nicht gewusst, dass ihr das seid. Ja. Ich hasse das, diese blöde Innenperspektive. So, das stapeln wir hier. Tu jetzt einfach ein paar Sachen reinschmeißen. Was anderes. Ah, okay, das ist das. Das war Nektar und das war. Das lasse ich mal hier. Hoffentlich sieht das jemand und also passt auf, dass er das nicht einfach irgendwie verbraucht, sinnlos verbraucht. Finde ich dann irgendwie schade. So. Habe ich wieder. Achso, die Rüstung wäre nicht an. Ja, die wird langsam nicht mehr da sein. Ich könnte ja eigentlich mal hier. Ah, shit. Kann ich ablegen. Shit, hier alles mit dem ganzen Durcheinander. Okay. Ich muss doch weiter an meinem Projekt arbeiten, Mensch. Okay. Das nehmen wir alles mit. Pilzglies können wir ja nochmal auffrischen und dann haben wir hier Gras. Wir brauchen Gras. Und wir haben nichts zu rauchen. Man braucht echt ein riesengroßes Lager, um irgendwie Materialien vorzufarmen, hier irgendwie immer, dass man Materialien vorrätig hat. Das ist schon echt heftig, muss ich ganz ehrlich sagen. Das kriegst du gar nicht hin.
Da muss er ein Riesenlager haben. Und dann ist es eigentlich auch sinnlos, den ganzen Quatsch irgendwie zu parken. Okay, ich habe es echt darüber geworfen, ich habe keinen Bock gehabt, nochmal darüber zu rennen. Wegen gefährlich und so. So. Checken wir mal ganz kurz ab, wie wir. Yes, okay, perfekt. So. Crafting, Building, mal gucken, was nehmen wir. Mache ich nachher. Ich mache erstmal die Study Wall. Was ist eigentlich innen und außen? Ach so, das ist okay. Ich verstehe, was das ist. Okay. Also, Fenster, Fenster. Wenn jetzt die Spinne vor der Tür steht, piu, piu, piu. Fenster rausgucken fürs Wasser. Wow. Guckst du hier raus? Irgendwelche dummen Käfer, die rumrennen. Do you know? Okay. Wir haben uns verstanden. Lass mich vorbei. Offen sind keine Spinnen gerade da. Nektar. Jetzt hoffe ich nicht, dass es hier genau zu dem Spinnenzeugs fällt. Los auf die andere Seite. Fall bloß auf die andere Seite. Voll dunkel. Fangen wir erstmal hier hin. Oh, das war's schon. Boah, ist dunkel, ey. Kann man die Fackel jetzt vielleicht noch gerade an? Alright, Shadows. Voll geil, ne? Weil der Schatten sieht schon richtig cool aus. Alright, Shadows. Nur ein, zwei? Ah, hier sind noch welche reingekullert. Zum Glück. Kann ich den noch mitnehmen? Ne, hier ist noch eine. Okay, zwei Stück hier an der Mauer. Immer wenn man so in die Nähe kommt, kommen die Spinnen immer raus. Ich glaube, die brauchen irgendwie so eine Art bestimmten Punkt, der dann immer schritten werden muss, bevor die Spinne irgendwie aktiviert wird. Habe ich irgendwie das Gefühl immer, aber naja, jetzt nicht. Also hat der Dex mal wieder Mumpitz geredet. Noch irgendwo einer? Okay. Bringen wir die erstmal ganz kurz weg. Hier ist noch ein kleiner. Das reicht hier, glaube ich, erstmal für das, was ich hier machen möchte. Wir sind, glaube ich, fast mit der Folge vorbei, Leute. Ich könnte eigentlich schlafen gehen. Da kommt die Spinne. Jetzt nicht Spinne. Ich brauche die Sachen. Oh mein fucking goodness! Ah.
Alter, ich habe meine Seele gerade verloren. Die ist, glaube ich, in die Hose gerutscht. Oh, die hat mich in Ruhe gelassen. Ich wollte das nicht ins Wasser schmeißen, weil im Wasser, ihr wisst, im Wasser ist verloren. Kann man leider nicht mehr rausholen. Muss noch irgendwas gebaut werden? Ja, zu fuckt. Leute, ich bin gerade echt gestorben. Und ich will hoffen, ihr auch. Und wenn nicht, dann solltet ihr echt mal was an eurem Herz tun. Alter, Schwede, mein Herz ist ja gerade hängen geblieben. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt plötzlich um diese. Was ist denn jetzt schon wieder Hunger oder was? I'm not picky. That was refreshing. Okay, hier ist noch was. Oh. Weg damit. Guck, wie viel Hunger ich verliere für drei Ästchen, die ich hier haue. Nicht gedacht, aber die ist nicht hinter mir hergerannt. Das ist schon mal sehr interessant. Okay. Das ist alles noch zu wenig, was ich hier habe. Viel zu wenig. Aber wenigstens haben wir erstmal schon mal was. Gib mir alles. Ich bin hier gerade am Zappeln und am Zippeln, weil ich versuche gerade alles aufzuheben, was ich gerade finde. Dex ist bei Nacht und Nebel Aktion hier. Okay, wir haben recht viel Material. Vielleicht kriegen wir so eine. Ach komm, haben wir hier noch was. Vielleicht kriegen wir hier schon mal die erste Seite hier schon mal zu oder so. Warum ich hier keine Tür gemacht habe, weil die Tür hier hinkommen soll. Mache ich aber erst, wenn ich das Ding fertig gebaut habe. Okay. Mal etwas längere Folge kurz mal für euch. Ich will ja hier mal ein bisschen vorankommen. Ich hätte niemals gedacht, dass die Spinne wird zu nah an mich rankommt. Ah, ich hätte gerne die Ameisenrüstung. Dann hätte ich, glaube ich, mehr tragen können. Ja. Muss ich das nächste Mal, wenn ich das hier zugebaut habe, wenn ich das nächste Projekt. Dann starte, mache ich das mal. Oh, meine Axt geht auch gleich kaputt. Ach, shit. Unten links, unten rechts seht ihr das. Dann blinkt das immer die ganze Zeit auf. Ich finde die Fackeln irgendwie voll nett hier im Spiel. Gefällt mir echt gut.
Diese leichte kleine Flamme, die da, die wackelt zwar jetzt nicht unbedingt, aber die ist auch ziemlich klein. Und die Grafik, die Farbe im Spiel ist sehr, sehr angenehm, muss ich ganz ehrlich sagen. Das gefällt mir auch hier, dass die Schatten und die mit den Farben und alles, wie das so alles geworfen wird, das ist sehr gut gemacht und ist auch sehr gut gelungen. Was braucht ihr denn hier? Craften. So sammle ich doch jeden Scheiß auf, ne? Ah, Spring. Ah, Spring. Hä, was ist mit dem los? Hab ich den gekillt? Ach, hier ist es gar kein Spring. Guten Morgen. Ich muss noch ganz ehrlich sagen, hier müsste echt noch eine Fackel stehen. Hier. Okay. Drygrass, Sap und was war das noch? Und wir Spring. Habe ich hier noch ein paar Sachen zu sammeln? Ja. Erstmal Z-Projekt fertig machen. Ist das Spring? Ah, hier ist Spring gewesen. Oh. Hier ist doch Spring gewesen. Einen kann ich setzen, glaube ich, ne? Wow. Alter! Oh, das müssen sie unbedingt lösen, ey. Ich habe mich voll erschrocken gerade. Also die Innereien von meinem Körper will ich jetzt nicht unbedingt jedes Mal sehen. Okay, ich glaube, das ist die letzte Ladung und dann muss ich nochmal. Ich habe ich, glaube ich, nicht mehr. Nur einmal. Einmal kurz farmen gehen. Na, kleiner Käfi. Den finde ich nett. Ich mag den. So, genau der fehlt nämlich. Das ist nämlich gerade ganz gut, dass der fehlt. Weil ich wollte nämlich noch nicht zubauen. Wir gehen hier auch ein bisschen Drygrass holen. Warten. 3, 2, 1. Wenigstens geht es aus, die Ausdauer ziemlich schnell wieder hoch. Also. Genau dich brauche ich nämlich da. Ich noch mehr? Yes. So, mehr brauche ich gerade nicht. Ein bisschen Sepp. Darum hängt's. Genau dich brauche ich nämlich für die kleine Lampe, die da vorne ist. Deswegen habe ich das jetzt nochmal schnell gesammelt. Weil das macht schon echt viel Licht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist alles ein bisschen angenehmer. Ah, selbst noch einen. Ich gehe mal kurz hier vorne hin. Hier war nämlich nochmal ein bisschen Spring und immer Sepp. Sehr schön. Okay.
Mit der ganzen Zwischenzeit hätte ich eigentlich noch mal laufen können. Was denn jetzt schon wieder? Ach! Hä? Nein, scheiße. Jetzt gehe ich nicht mehr zurück. Kannst du mich mal am Arsch lecken? So. Tür auf. Na, lass mich vorbei. Genau so soll es sein. Das machen wir aber hier wieder zu. Das lade ich jetzt hier rein. Gehen, ne? So, da waren noch die zwei, drei Teile, die da gerade noch ein bisschen rumzappeln waren. Die nehme ich mich jetzt auch wieder weg. So. Und das ist jetzt ganz gut geworden. So. Eigentlich? Nee, kann man so lassen. So. Nicht viel geschaffen, andererseits dann doch wieder, weil ich würde jetzt gerne hier noch was höher, dass man von innen hier reingehen kann auf die in die Etage hier oben. Und ich würde gerne irgendwie hier rüber bauen. Mal gucken, was wir hier noch so machen können. Mal gucken, hier, pass auf, ich zeig mal, was ich da so in der Birne gehabt habe. Okay, dann das ist natürlich jetzt das Fenster davor, ne? Das muss ich dann wohl so machen. Ja, mit Fenster davor, Pech gehabt. Ich glaube, ich brauche noch nicht mal, ich kann glaube ich, ja, direkt. Ne, sieht scheiße aus, glaube ich. Ist das so richtig? Das snippt, glaube ich, woanders an. Kann das sein? Oh, ist das dunkel. Ich muss mal was gucken. Oh, ist das nervig, ey. So. Oh. Nee, bleibt immer gleich. Könnte ich eigentlich sofort machen? Machen. Machen. Ich finde das so Spiel ist zwar okay. Ich finde aber irgendwie andere Perspektive sehr, sehr angenehm. Was ist dunkel, Leute? So. Wie abgelegen. So. So. Jetzt fehlt noch hier was. Wie wo haben wir? Ah, wir sind schon ziemlich spät dran. Das ist schon zu spät. Okay. Sonst würde ich natürlich jetzt hier die ganze Zeit immer weiter machen. Also, ich sage erstmal euch da draußen. Einen schönen Tag, eine schöne gute Nacht oder noch eine schöne Pause oder eine Arbeitszeit. Ich logge mich hier aus. Wir sehen uns in der nächsten Folge und dann sind wir, glaube ich, dann wieder entweder mit Grave oder Stone. Irgendjemand wird dabei sein. Bis denn und tschüss.